Die U-Bahn-Betriebswerkstatt Friedrichsfelde hatte zu einem Tag der offenen Tür geladen. Alt und neu stehen Seite an Seite. Der Zubringer fährt direkt aufs Gelände. Noch besser konnte man das Fest kaum erreichen. Unter dem Motto U-Bahn zum Anfassen, die ersten 100 Jahre sind um, hatten die Berliner Verkehrsbetriebe zum Jubiläumsfest geladen. Vom neuesten Zug bis hin zur Parade der Veteranen. Eine Zeitreise durch die Berliner U-Bahn-Geschichte. Die Typen A1 und A2 haben wir heute schon im Einsatz gesehen. A1-Züge prägten im Westen über 60 und im Osten über 80 Jahre das Bild auf den Kleinprofilstrecken. Zum 100. Geburtstag hatte das historische Kabinett noch Zuwachs bekommen. Die A1-Wagen 86 und 212 tragen jetzt das Erscheinungsbild der frühen U-Bahn-Zeit. Die Farbe Rot verweist auf die zweite Klasse. Dieser Wagen stammt aus dem Baujahr 1913. Auch dieser C2-Zug ist neu. Mit alter Nummer und rotem Raucher ist er fast wieder im Originalzustand von 1930. Nur die Wiederinbetriebnahme lässt noch auf sich warten. Hoffen wir, dass uns die Museumszüge noch lange und vor allem betriebsfähig erhalten bleiben. Wir sind im Führerstand eines A2-Zuges. Hier muss der Fahrer tatsächlich noch stehen. Früher manchmal bis zu 10 Stunden am Tag. Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Wieder eine historische Sonderfahrt, diesmal mit einem A2-Zug. Ausfahrt im 100-jährigen Bahnhof Wittenbergplatz. Der Typ A2. In zwei Lieferungen in den Jahren 1928-29 an die BVG ausgeliefert. 96 Trieb- und Beiwagen waren es insgesamt. Außen wie innen gleichen sie den A1-Wagen. Doch gibt es erhebliche Unterschiede. So gab es erstmals selbstschließende Doppelschiebetüren. Durchfahrt im Bahnhof Nollendorfplatz. Treffen der Generationen. In der Gegenrichtung ist der Typ HK unterwegs. Auch dieser Zug wurde in den Zustand der 30er Jahre zurückversetzt. Alle Ausstattungsdetails sind wieder originalgetreu. Ausfahrt im Bahnhof Schönhauser Allee. Gegenüber den A1-Wagen gab es in den neuen eine halb selbsttätige Zugsteuerung, die aber immer noch mit der Kurbel bedient werden musste. Die Schönhauser Allee im Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Der historische A2-Zug ist auf dem Rückweg nach Ruhleben. Der Zug rollt im normalen Fahrgasteinsatz. Für Ostberliner noch ein vertrauter Anblick, denn bis zum 5. November 1989 waren die alten Wagen hier noch im Einsatz.
Auch der heutige Museumszug war bis zum November 1989 noch im Plandienst. Erst das bevorstehende U-Bahn-Jubiläum brachte ihm sein altes Outfit und die betriebsfähige Aufarbeitung. Der Bahnhof Eberswalder Straße liegt hinter uns. Letzter Hochbahnhof in der Schönhauser Allee. Bis zum Bahnhof Potsdamer Platz verläuft die alte Linie A jetzt unterirdisch. Der Bahnhof Potsdamer Platz, seit November 1993 wieder in Betrieb. Die Grenzziehung an der Oberfläche ließ die Station 32 lange Jahre im Dornröschenschlaf. Der Bahnhof Gleis Dreieck. Historisches Ambiente für einen alten Zug. Nur die neue Zugzielanzeige stört. Zug nach Kuhlehre in der Zug. Zurückbleiben bitte. Türen schließen. Abfahren. Ja, jetzt ist hier vorbei. Die Kuppel am Neulendorfplatz nimmt langsam wieder alte Formen an. Der originalgetreue Wiederaufbau ist allerdings nicht vorgesehen. Wir sind wieder in die Untergründe Berlins abgetaucht, erreichen nun den Bahnhof Zoologischer Garten. Seit dem 11. März 1902 in Betrieb. Heute ein wichtiger Umsteigeknoten zur U-Bahn-Linie 9. Zug nach Mulheim, der Zug hält nicht auf jedem Bahnhof. Nächster Halt ist Marktstraße. Nächster Halt des historischen Zuges ist Marktstraße. Nächster Halt ist Marktstraße.